herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Kanal, zu einem neuen Let's Play in Anführungszeichen. Wir spielen Minecraft, wie man unschwer an der Grafik und dem wunderschönen kleinen Katschehändchen hier erkennen kann. Ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Phenom oder auch in der Realität mit meinem Namen anzusprechen. 21 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart. Endlich mal ein Schwabe, hurra, hurra. Und möchte mich sozusagen auch in die Welt des Let's Plays einordnen und beginne daher ganz klein und fein mit Minecraft, um erstmal hier einen kleinen Testlauf auch damit zu veranstalten. Ja, wie komme ich zu Let's Plays? Ehrlich gesagt komme ich durch Gronkh zu Let's Plays. Ja, Gronkh, du einzig und allein bist mal wieder schuld. Denn was macht man so als Mensch, der Videospiele liebt? Man guckt sich auch mal Videos von anderen an, wie sie sich so anstellen bei Spielen, und findet dabei heraus, dass es durchaus Leute gibt, denen man zugucken kann dabei und denen man vor allen Dingen auch zuhören kann dabei. Und ich habe zugehört und musste mir selbst eingestehen, dass ich doch mehr irgendwie darin oder dafür empfinde, als nur einfach, oh, das ist lustig, das kann man sich angucken. Nein, ich habe mir tatsächlich gedacht, ich mache das mal selber und versuche mal mein Glück als Let's Player. So, wie fängt man in Minecraft an? Man holt sich Holz. Holz. Ich muss Holz fällen in den Wald, ey, weißt du? Ja, nein, ich möchte kein Türke sein, aber das ist egal. So, wir brauchen erstmal Bretter, 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 wie so oft. Machen wir gleich mal schön gleich meine Werkbank wieder bauen. So, gibt nichts Schöneres als eine Bank zu bauen. So, ein paar Stöckchen braucht man immer. So, zwei Spitzhacken gleich mal zu Beginn. Und zwei Äxte, dass wir auch noch ein bisschen Holz hacken können. Und ein Schäufelchen wäre vielleicht noch gar nicht schlecht. Unter Umständen könnte man noch ein Schäufelchen mal gebrauchen. So, mit was fangen wir denn an? Ja, ich würde sagen, wir fangen ganz klein an. Klein und fein bauen wir uns ein kleines Holzhütchen. So, und die Frage ist, welchem Holz? Kann ich mir immer so schlecht entscheiden. Ich finde ja irgendwie alle teilweise schön, teilweise nicht so schön, aber ich glaube, wir nehmen tatsächlich die Birke, würde ich sagen. Es ist auch noch Birke, Gott sei Dank. Jetzt hätte ich mich schon fast blamiert mit dem ersten Ausspruch direkt. Und wir schauen doch mal, dass wir uns da ein kleines Hütchen zusammenbasteln. Denn, wie wir alle wissen, muss man bei Minecraft vor allen Dingen nachts ziemlich aufpassen, was da so abgeht. Denn es laufen ein paar unglückliche Viecher rum. Natürlich sind die nicht unbedingt unglücklich, in ihrer Welt hier ungestört zu leben, aber jetzt kommen wir daher und stören sie erstmal in ihrem friedlichen Leben. Und von daher mögen die uns wahrscheinlich nicht ganz so. Aber das macht ja nichts. Kommen wir ja klar damit. So. Ja, was habe ich denn eigentlich vor hier so auf dem Kanal? Ja, was habe ich vor? Gute Frage. Erstmal ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß haben. Leute daran teilhaben, dass ich Spaß habe beim Spielen. Wie zum Beispiel diese kleinen Blöcke hier. La 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 la. Platze hacken. Super Sache. Und ein paar Setzlinge vor allen Dingen rauskriegen. Die möchte ich am liebsten. So. Und ich möchte eben, dass Leute auch daran teilhaben, wie ich Spaß habe an einem Spiel. Und eben vielleicht auch den Leuten ein paar Spiele näher bringen, wenn sie die denn noch nicht auf dem Schirm haben. Ups, okay, 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 meine Maus fängt schon wieder an, ihr Lieblingsspiel zu treiben. Alles doppelt zu benutzen und doppelt auszuwählen. Aus welchem Grund auch immer sie das gerne tun möchte. Es ist jetzt nicht die Zeit. Es ist jetzt nicht die Zeit dafür, liebe Maus, dass du das gleich verstehst. So. Machen wir doch hier ein kleines Hütchen. Huch! Da kommt schon ein Holzbrett direkt ins Gesicht und sagt, hallo, ich bin auch da, nimm mich mit. Ja, liebes Brettchen, das machen wir natürlich. Wir nehmen dich gerne mit. Gottes Willen, nehmen wir diese Bretter. Diese
gerade eben noch nicht da. Nein! Diese Maus. Da muss ich mich doch mal fragen, ob ich mir nicht langsam eine neue zulegen sollte. Wäre eventuell wirklich eine Überlegung wert. So, jetzt fliegt das Brettchen hier rein. Auch gut. Uiuiuiui. So, jetzt haben wir keine Brettchen mehr, das ist doof. Wir sollten aber gleichzeitig aufpassen, dass wir eventuell auf Kohle stoßen, dass wir überhaupt ein paar Fackeln machen können. Mö. Hallo, ja, sehr schön. Hier sind ein paar Blümchen, das ist doch toll. Ja, lieber Wolf, es ist nett, dass du da bist. Ich möchte dich trotzdem nicht als Haustier haben, zumindest momentan nicht. So, wir hacken weiter ein wenig Holz. Ja. Was gibt es denn interessante Themen, die man noch nebenbei so besprechen könnte? Oh, die Fußball-WM. Was denn auch sonst? Ein junger Mann mit normalem Leben möchte auch gerne mal über Fußball sprechen. Ja. Das heißt mit normalem Leben. Normal bin ich sicherlich nicht, aber über Fußball reden kann man ja immer und immer wieder. Und vor allen Dingen gerade bei dieser WM, die jetzt ins Hause steht. In Brasilien, man muss ja sagen, das ist eins zu tief. Man muss ja sagen, diese WM ist nicht geprägt von Vorfreude. Definitiv nicht. Sie ist eher geprägt von Angstzuständen der brasilianischen Bevölkerung, die man durchaus nachvollziehen kann. Eben aufgrund der Zustände in Brasilien, die wirklich keineswegs ermunternd sind. Und diese Blöcke. Da kann man eigentlich nur sagen, dass einem die Brasilianer durchaus leid tun müssten und dass ich eben auch diese Wut, diese Aufstände dort verstehen kann, dass man unbedingt gleich Gewalt nutzen muss. Das muss nicht sein, aber es ist oftmals leider die einzige Möglichkeit, wie Regierungen reagieren, eben, dass man Gewalt anwendet. Ist zwar wie gesagt schade, aber oh nein, aber manchmal geht es eben, wie gesagt, nicht anders. So. Kleines Häuschen hätten wir damit schon mal. Ist das nicht schön? Zumindest grundlegend ein Häuschen hätten wir damit. Bauen wir noch das hier komplett so, damit das schön aussieht. So, die Werkbank haben wir schön versteckt. Ist doch auch toll. So, wie baut man jetzt wieder eine Tür? Wenn ich das wieder wüsste. Und eigentlich müsste. Ey, hallo. Tatsächlich, eine Holztür. Hurra, hurra, wir haben eine Holztür gebaut. Ich glaube es gar nicht, wir beginnen professionell zu werden. Hoch. The Door Remix. Okay, so. Erstmal, also eigentlich müsste die Tür andersrum drin sein, fällt mir gerade auf. Von außen und nicht von innen, das sieht irgendwie doof aus. So, liebe Tür, so sieht das Ganze schon besser aus. So, jetzt müssen wir nach Kohle graben. Und da das bekanntermaßen irgendwie nie so einfach ist, lassen wir hier einen kleinen Eingang. Sehen wir auch schon etwas Stein. So, und bevor wir jetzt in unser Haus gehen, was natürlich nicht so doll wäre. Hauen wir auch noch raus. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir schnellstmöglich auf Kohle stoßen, bevor das Ganze hier dann außer Kontrolle gerät, es Nacht wird und wir eventuell von bösen Creepern und anderen Gestalten noch heimgesucht werden. Man weiß ja nie, was da so passieren kann. Komischerweise habe ich den Überlebensmodus eingestellt, aber es scheint irgendwie so, als wenn wir keinen Hunger kriegen. Ist doch klasse. Recht sein. Wenn man nicht hungrig ist, braucht man keine Energie. Ist ja klasse. Und dieses leidige Gesuche nach Kohle. Ich habe zu Beginn immer das Pech, dass ich keine Kohle finde. Und dann irgendwann, wenn man sie nicht mehr braucht, dann findet man sie natürlich in Hülle und Fülle. Liebe Kohle. Liebe Kohle.
Komm doch zu mir, liebe Kohle. Du bist ganz nah bei mir, ich weiß es ganz genau. Du willst doch zu mir, liebe Kohle, liebe Kohle. Die liebe Kohle scheint heute irgendwie nicht so lieb zu sein zu mir. Das kann sich ja noch ein Weilchen ziehen. Bergbau ist eine schöne Disziplin übrigens in Minecraft. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, nein. Auf jeden Fall ist Minecraft eine, nicht Minecraft, sondern Bergbau, eine sehr schöne Disziplin in Minecraft. Oh, Sandstein, hui! Wieso fange ich jetzt an, da oben zu buddeln? Das ist doch völliger Schwachsinn. Ich suche Kohle, so. Liebe Kohle, jetzt kommt ich endlich mal bei. So, jetzt haben wir schon... Oh, nö. So, jetzt haben wir tatsächlich Nacht. Das ist nicht schon mal nicht so gut. Oh, der Mond. So schön viereckig. Naja. Mal suchen weiter. Ey. Ey, du da. Böser. Dafuk? Dafuk? Was war das? Oh, noch ein Wolf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell unser Haus. Verdammt, der Wolf kommt hier noch nicht rein. Ist ja klar. Es tut mir ja leid, liebe Wölfe. Okay, eigentlich tut es mir sogar echt leid. Das ist ja das Problem. Aber ich kann ja nichts dafür, wenn die Wölfe, wenn die Wölfe meinen, sie müssten mir unbedingt an den Kragen wollen. Dann kriegen sie eben eine auf die Fresse. So, gehst du bitte auf. Dankeschön, Tür. Du bist sowas von nett zu mir. Und wir suchen weiterhin nach Kohle. In der Hoffnung, irgendwann von Erfolg geprägt zu sein. Ich liebe es, wild drauf loszugraben in Minecraft. Dann habe ich meistens dann auch ersten Erfolg damit. Wir suchen nach Kohle, was finden wir? Eisen. Na gut. Besser als nichts allemal. Auch wenn ich jetzt lieber etwas Kohle haben würde anstatt Eisen. Aber Eisen nehmen wir natürlich auch gerne mit. So ist das ja nicht. Aber die Kohle, die lässt auf sich warten. Wir bauen einfach mal weiter ab. In der Hoffnung, dass jetzt dann demnächst auch mal die Kohle auf uns wartet. Kann ja noch nicht zu spät sein für Kohle. Aber es reicht, jetzt brauchen wir nur noch zwei Gänge hier. Das ist nicht so doof geworden hier. Kohle, jetzt komm doch endlich bei, liebe Kohle. Sonst ist das Spiel gleich vorbei, ohne Kohle. Will ich hier nicht raus, ohne Kohle. Schon wieder Eisen. Mal, gibt's ja nicht. Ich meine, mit Eisen können wir natürlich auch was anfangen, da kriegen wir noch bessere Ausrüstung. Können wir noch ein bisschen schneller graben. Ist auch was Schönes. Aber irgendwie muss es doch hier jetzt mal ein bisschen Kohle geben, sag mal. Kann ja nicht wahr sein. Holen wir eben noch ein Stückchen weiter nach unten. Kohle! Die heilige Kohle. Sie ist da, wo wir sie brauchen. Nämlich bei uns. Ist das nicht toll? Und gleich so in Hülle und für... Oh! Worauf stoßen wir denn hier? Heieieiei. Das ist ja mehr als zufriedenstellend. Ein gutes Ergebnis für die erste Kohlejagd. Da geht ja immer weiter, das ist ja, boah, das ist ein Traum, ist das. Aber es ist dann die Axt gleich vorbei, aber das, die Spitzhacke, nicht die Axt. Egal, die Kohle kriegen wir noch mit hier. Jawohl, die nehmen wir mit. Die Fledermaus hören wir nebenbei auch schon irgendwo rumkrabbeln. Krabbeln, die Fledermaus und krabbeln. So, das Eisen nehmen wir auch gleich mit. Kann ja definitiv nicht schaden, das Eisen mitzunehmen hier. Jawohl, das gibt gute Ausrüstung später. Da kann man doch was mit anfangen. So, Eisen und Kohle haben wir. Jetzt gehen wir uns mal... haben wir noch Holz? Wir haben noch ein bisschen Holz. Wundervoll. Dann gehen wir doch mal zurück ans... in Anführungszeichen Tageslicht. Und bauen uns mal... So. Mal ein paar Fackeln. So. Braucht man nur ein Stick, brauchen wir gar keine zwei. Super Sache. So.
können wir doch mal wenigstens unser Häuschen hier schon mal beleuchten. Nein, das machen wir nicht so. Da reicht doch eine schon völlig aus über der Tür. Bauen wir nach hinten eine hin. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Brauchen wir da hinten noch eine? Du könntest dich mittig setzen, weil wir zu verdammt synchron zu symmetrisch gebaut haben. Dann gibt es halt eben links und rechts eine. So. In der Maus brauchen wir keine. Da ist auch so sicher. So, du gehst mal weg. Böser Raum. Hier. Außenruhe. So. Ist doch toll, oder? Ist doch super. Ist doch klasse. So, jetzt können wir hier gleich neue Bäumchen setzen. Hier auch immer einen ewig währenden Holzvorrat haben werden. Und dann gehen wir mal noch kurz in die Mine runter. So, und leuchten uns mal kurz die Mine aus ein wenig hier. Unsere erste schöne Mine. So, mit guter Mine zum bösen Spiel, sagt man immer so gerne. Wenn es doch hier schon... noch Eisen. Siehst du, schon haben wir was gesehen, was wir gerade nicht gesehen haben. Oh, da geht es immer weiter mit Eisen. Das ist ja super. Kann ja schon fast gar nicht sein, dass es hier so viel Eisen gibt. So, jetzt ist die nächste Spitzhacke kaputt. Frechheit. Eine Frechheit. Eine Zumutung ist das. So, da können wir uns schön Eisenspitzhacken machen und alles. Das ist doch wundervoll. Da haben wir doch mal endlich Vorrat gefunden. So. Machen wir hier noch eine schöne Ebene rein. So, mit einer runden Treppe. Hier ist es auch noch ein bisschen einigermaßen begehbar, ist das Ganze. Soll ja wenigstens noch einigermaßen begehbar sein, das Thema hier. Da kann ich nicht leiden, wenn das Zeug hier nicht begehbar ist, Menschenskinder. Enge Schächte, da kriegt man ja Platzangst von. So, hier könnte man einen schönen Fernseher hinbauen. Auch Minenarbeiter müssen einmal fernsehen, ja. Aber ich glaube, wir machen erstmal hier, heben wir die Ebene aus. So, erstmal hier die Ebene ausgehoben. Die vergrößern wir dann auch mal ein bisschen, würde ich sagen. Irgendwo fliegt eine Fledermaus rum, die hier die ganze Zeit piept. Piep, piep. Ist gut, liebe Fledermaus, ich hab dich auch gern. Und wir schauen doch mal so. Jetzt bin ich noch eine Fackel hin, dass wir hier auch was sehen. Da ist schon wieder die Doppelfackel. So, jetzt haben wir hier irgendwas gehört, dass hier ein Monster-Spawner oder sowas in der Nähe ist. Braucht uns aber nicht großartig zu interessieren. So, warum haben wir da ein Loch in die Decke gehauen? Weil da Eisen war, richtig. Ich sagen, dann gehen wir doch mal hier weiter. Hier kommt plötzlich Erde auf uns zu. Was ist hier los? So, und damit hätten wir dann plötzlich Erde gefunden irgendwo, das sich wieder kein Mensch erklären kann. Aber an dieser Stelle würde ich gerne die erste Folge beenden. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche mir, dass ihr ein paar Kommentare hinterlasst, mir sagt, wie gut ihr das Let's Play fandet, ob es denn weitergehen soll oder ob ich nicht woanders weitermachen soll. Jetzt klingelt schon das Telefon und deswegen sage ich Dankeschön und auf Wiederschauen. Tschüss.